Ich sage jetzt einfach nur Bühne frei für Oliver. Du hast genau 6 Minuten 40 Sekunden. Viel Spaß! Super, vielen Dank. Nachdem ich jetzt die Zeit habe, fange ich gleich richtig an und möchte bitten, bei meinem Vortrag richtig mitzudenken. Denn das richtig Mitdenken, auch wenn da nur 4 Punkte sind, ist ganz wichtig für mich. Und die nächste Folie wird es vielleicht zeigen, dass Sie mitdenken müssen. 20 Sekunden sind schon um. Etwas langsamer. Genau, 13 mal 13. 60. Ah, super, aber von einem oder anderen wird es vielleicht peinlich, wenn er da ist, kurz sich das in Erinnerung rufen muss. Und wenn er sich das in Erinnerung rufen muss, dann denkt er vielleicht auch gleich an Schule. Und ein Stück weit geht es bei mir jetzt um Schule, um das Mitdenken. Wenn wir an Schule denken, dann denken wir an solche Aufgaben, denken aber vielleicht auch an andere Aufgaben. Das habe ich jetzt gesehen in der Toilette, da war die Toilette defekt und da hat der Hausmeister, schätze ich mal, das so hingeschrieben. Wir denken an Vokabeln und wir denken ans Lernen. Und morgen schon, da geht es dann richtig zur Sache. Da ist Verstand gefragt, da ist das Lernen gefragt und sind Noten gefragt. Befriedigend. Oh, es wird schon ruhiger. Eine 3, ja, eine 3 ist so in der Mitte eben. Und was wir da sehen, da steckt das Wort Frieden drin. Und sicher hat der ein oder andere in seiner Schulzeit immer und immer wieder daran gedacht, ich möchte meinen Frieden finden mit den Dingen, die es da so gibt. Weil sich eben alles um diese Noten dann dreht, um das Bewerten. Und auch hier, die Wortspiele kommen jetzt etwas häufiger noch. Dieses Bewerten und dieses Werten steht dann überhaupt nicht im Zusammenhang mit den eigentlichen Werten. Schule ist nicht dazu da, oder aus meiner Sicht nicht nur dazu da, dass wir benoten und bewerten und dass wir es auf den Punkt bringen, um Wertevermittlung. Ja, genau. Ja, auf den Punkt bringen, vielleicht ist einer der Lehrer auch da, der das mitdenken kann an der Stelle. Gut, prima. Auf den Punkt bringen. Warte mal ganz kurz. Jetzt sitzt das Licht etwas tiefer. Werte können sein, das Denken, das Sprechen, das Gestalten und letztlich dann das Handeln, mit diesen Werten dann auch umzugehen, dieses in die Hand nehmen, was bloß zu machen. Kräftige Worte, einfache Worte hat jeder bestimmt schon oft benutzt. Und mit diesen Grundlagen, wir denken nochmal die Werte, da mache ich dann aus dem Denken die Ideen, aus dem Sprechen die Worte, aus dem Gestalten die Taten und aus dem Handeln das tatsächliche Tun im Alltag. Das Tun, das Schaffen. Genau. Am Ende sind es aber doch die Schüler und das sind unsere Kinder, ihre Kinder, meine 4 Kinder, die ich da zu begleiten habe auf dem Weg bei diesen Werten in der Schule. Und da fällt es auch schwer, nicht ans Bewerten zu denken, sondern Ziele erreichen. Und das Ziel kann sein die Note, klar. Aber eigentlich ist das Ziel, dem was zu reichen, diese Werte zu reichen, denen zu helfen, dass sie vorankommen können, dass sie vielleicht selber nicht so sehr an die Noten denken, sondern an diese Werte. Dass sie es erkennen können für sich, dass sie in ihrem Ich wachsen können. Eigentlich müsste doch erwachsen Ich wachsen heißen, denn ich werde groß. Ja? Genau, und mit diesem Wachsen, da soll die Persönlichkeit dann hervorkommen. Und dabei braucht es Unterstützung von uns. Da gehört eine ganze Portion Verantwortung dazu und ein starkes Bewusstsein, unser Bewusstsein, um das zu erkennen, damit das Dasein auch wirklich stark werden kann. Wir sollten eben nicht bewerten, sondern wir sollten tragen können. Ganz viele Punkte, um vielleicht wirklich mal ganz kurz nochmal über dieses Denken, Sprechen, Gestalten, Handeln, drüber nachzudenken, über dieses Elternsein, Erwachsensein nochmal nachzudenken. Weil wir sind schon viel weiter als unsere Kinder, die da zur Schule gehen. Nochmal kurz zum Draufgucken. Accessoire ist ein häufig benutztes Wort. Schreibt man übrigens hier unten links, ne? Genau so. Und dafür gibt es ein, nicht ganz in der Übersetzung richtig, aber das Wort auch Dinge. Es geht um so viele Dinge. Genau. Und bei diesen Dingen geht es immer ums Gutwerden. Gutwerden, die Note kann gut sein, klar. Aber eigentlich geht es um dieses, mit sich selber gut werden, dieses Verwandeln,
sich entfalten können. Genau. Gedanken an die Zukunft haben. Wir gestalten Zukunft für die Kleinen. Die Zukunft kann im Klima liegen, in der Wirtschaft liegen, im Krieg liegen, alles Problemthemen, die letztlich dafür da sind, dass mündige Menschen sich darum kümmern, dass die Kinder, die jetzt groß werden und erwachsen werden, mündig sind. Und dabei etwas freundlicher hier, heißt es mündig, das heißt, ich habe es bewusst falsch geschrieben übrigens, man kann es nicht wissen, ne? Ich sein stärken, starke Menschen aufgeben. Das ist auch auf den Punkt bringen. Ich bin noch nicht ganz fertig, es kommt noch ein bisschen was. Aber die 20 Sekunden, die jetzt noch da sind für diese Folie, die sind nicht viel Zeit, aber die sagen doch schon alles. Das heißt, wir sollen es einfach mal genauer betrachten, besser hingucken, auf den Punkt kommen, fürs Jetzt und nicht für morgen und nicht für gestern, sondern einfach für jetzt. Das sind übrigens meine 4 Kinder, ganz tolle Kinder. Die waren auch irgendwann mal groß und vielleicht stehen sie auch irgendwann mal hier, wenn sie erwachsen sind, gewachsen sind. Und wie kann so ein Vortrag anders enden als mit einer ganz konkreten Aussage? Meine 4 Kinder gehen natürlich zur Schule und meine 4 Kinder gehen zur Waldorfschule. Und ich bin total froh, dass dort die Wertevermittlung stattfindet, dass ich sie dabei begleiten kann. Und mein Vortrag habe ich damit angefangen, ich sage einfach nicht, hätte ich nämlich eine 21. Folie, dann würde ich jetzt hier dastehen.